Wenn Josef Beuys sagt, jeder Mensch ist ein Künstler, dann antwortet Kippenberger trotzig, auch ein Künstler ist ein Mensch. Es gibt aber noch ein anderes, sage ich mal, wichtiges Motto. Heute denken, morgen fertig. Wie kann man das verstehen, Franziska? Ja, es ist typisch Martin Kippenberger, wie du schon ansprichst, diese Doppeldeutigkeit, dieses Provozieren, dieses wirklich auch den klassischen Kunstbegriff Aufbrechen. Nun weiß man, dass seine Titel Bezüge haben, aber manchmal auch irgendwie unverständlich sind. In diesem Fall heißt es Krugerbad. Ja, das ist das Krugerbad von 1982 und das Krugerbad gibt es heute noch. Das ist in Essen ein denkmalgeschütztes Schwimmbad. Nun hat er einen Waschlappen hier hingehängt mit dem Titel Gesundheitszentrum am Wörthersee. Der Wörthersee war in den 60er und 70er Jahren das romantische, idyllischste Urlaubsziel in Österreich. Und das setzte hier wirklich mit einer ironischen Pointe in den Vergleich mit dem eher, sagen wir mal, mit dem Arbeitsscham behafteten Krugerbad in Essen. Jetzt kommen wir noch auf die Hängung. Es ist ja eigentlich ein Triptychon, aber es hängt nicht wie ein klassisches Triptychon. Ja, es ist wieder ein Aufbrechen, ein Provozieren. Also er wusste ganz genau, was er hier tut und hat es mit Absicht genau wie ein fast verkehrterumtes L gehängt. Nach all dem, denke ich, haben wir wieder ein sehr klassisches Werk von Kippenberger vor uns. Und ich meine, es ist ein Selbstbildnis.